Hallo und willkommen zurück zu The Walking Dead. Ich glaube, wir sind bei der dritten Folge dran, oder? Ich meine ja. Dann müsste das nämlich die 15. Folge sein. Und die letzte Folge hat, meine ich, so geendet, dass James erschossen worden ist von Lily, weil wir sie verschont hatten. Und da war ja dann diese Explosion vom Boot und ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht, weil ich weiß, es. Hatten wir? Nee, die dritte hatten wir. Wir sind bei der vierten schon, ne? Nee, wir sind schon bei der vierten. Oh Gott, ich wollte gerade mal die dritte starten. Nee, wir sind bei der vierten. Also, vergesst, was ich gesagt habe. Also, dass wir bei der dritten sind. Aber es hat so geendet, dass da eine Explosion war auf dem Schiff und dann war die Folge zu Ende. Schauen wir mal. Und jetzt drehen die Katzen wieder durch. Ja, das ist typisch. Die waren gerade total lieb und nehmen mich auf und dann rasten sie aus. Letztes Mal bei The Walking Dead. Clem war immer bei mir, seit ich denken kann. Sie hat mir beigebracht, vorsichtig zu sein. Ruhig und stark. Immer auf den Kopf zu zielen. Zu büßen, wenn ich was Schlimmes gemacht habe. Manchmal Gnade zu zeigen. Ich habe immer auf Clem gehört. Immer. Aber ich habe nachgedacht. Ich weiß nicht, ob sie immer recht hatte. Ich sollte sie erschießen, wenn sie gebissen wird. Das fühlt sich falsch an. Wir machen viele schlimme Sachen, um unsere Freunde zu retten, um unser Zuhause zu schützen. Und als Clem mich davon abhielt, Lily zu töten und sie James getötet hat, war ich wütend. So wütend. Ich weiß nicht mehr, was ich fühle. Ich weiß auch nicht, ob Clem es weiß. Aber ich weiß noch alle Regeln. Und die erste Regel ist: Wir machen nichts allein. Ja, ich habe mir was anderes, sonst würde immer Clementine erzählen, was passiert ist, oder? Weil in anderen Folgen war es so, dass Clementine das immer erzählt hat. Ich hoffe, wir spielen jetzt nicht AJ. Ich hab mich zwar mit dem Ende gespoilert, aber ich habe halt nicht, ja, geguckt halt, was in dieser, also in dieser Folge passiert. Und ja, dann haben wir schon fast das ganze Spiel durch. Also wenn wir die jetzt durch haben, haben wir das Spiel durch. Oh Gott. Ich glaube, das werde ich heute an ein Stück spielen. Und dann werde ich vielleicht doch noch One Piece gleich weitermachen. Oder morgen. Schiebmütze. Schon jetzt, so sagen wir. Ich rutsche. Clem, hilf. So. Und jetzt? Wir müssen einen Weg hier runterfinden. Dieses Schiff wird bald untergehen. Da,
Erstmal müssen wir darüber. Sie müssen springen. Das ist weit. Das weiß ich, aber es geht nicht anders. Oh, oh. Du bist als Erster dran. Du brauchst Anlauf. Ich weiß nicht, Clem. Zum Zögern ist keine Zeit. Wir müssen springen. Jetzt. AJ, was machen wir, wenn wir Angst haben? Wir stehen das durch. Wir lassen sie nicht siegen. Nein, tun wir nicht. Das kann jetzt nur schief gehen, oder? Nein! So, wait, nein, nein, da. Es war so klar, dass bei uns das schief geht, ne? Oh nein, nein! Oh, nein! Scheiße. Ich weiß, das sagt man nicht, aber... Ja! Wir wollen natürlich auch mal die Tode sehen, ne? Also, das war vollkommen extra. Und nochmal! Noch einmal. Ich wüsste ja jetzt, was kommt, ne? Also müsste ich es ja schaffen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott. Ja, ich habe auch nichts anderes vor. So. Auf jeden Fall gespeichert, das ist gut. Ah, rüber. Oh nein. Wir werden wahrscheinlich so viele Sachen übersehen. Weil da jetzt so viele Zombies sind. Oh nein, runter! Wo willst du denn hin? Ob der jetzt nichts anderes zu tun hätte, ne? Kann ich. Ach, guck mal da. Also hätten wir ihn erschießen lassen, ob das dann auch so geendet wäre. Also mit Lilly und... Nee. An deiner Stelle würde ich das lassen. Du hattest bereits deine Chance. Du sagtest, wir waren mal eine Familie. Darum konntest du es wohl nicht. Drehen wir uns beide um und gehen weg. Schieß, Clem!
Sie hat James in den Rücken gestochen. Hey, da schieß mir sie aber. Danke. Die Munition brauche ich. Ohne Verstärkung verlieren meine Leute den Krieg. Wegen dir werden sie sterben. Nach vielen rastlosen Jahren war das Delta mein erstes Zuhause. Du verschwendest Pfeile. Nichts ist für immer, Clementine. Weder Freunde, noch Liebe, noch ein Zuhause. Nein, Link, lass es. Irgendwann sind sie alle weg. Vergiss das nie, sonst ziehen sie dich mit runter. Fick dich, Clementine. Sie hätte es ja nur anders haben können, ne? Also, aber sie hat ja zweimal eine Chance gehabt, damals im ersten Teil und jetzt. Sie hat einfach verkackt, ne? Also Lili, das... Ja. Also ist irgendwie traurig, dass das halt die letzte Folge ist, ne? Weil, ja, klar... Auch wenn Terrell nicht pleite gegangen wäre. Er hat wahrscheinlich kein Walking Dead, also Walking Dead mehr gekommen. Aber, ja. Ich fand die Spiele trotzdem mal super. Auch wenn viele sagen, das ist so langweilig, da macht man ja nichts. Ja, man macht ja nicht wirklich viel was, aber man trifft Entscheidungen und einfach die Geschichten dahinter, die sind ja immer sehr spannend. Bei den meisten Spielen. Ja. Mal gespannt, wie es, wie das zum Ende kommt. Also. Oder ob vielleicht es doch wie ein anderes Ende haben. Kann ja auch sein. Ich weiß nicht, ob da mehrere Enden gibt. Wie wir uns entscheiden. Kann ja sein, dass es das jetzt Auswirkungen hat, weil wir 3 Pfeile verschossen haben, ne? Ich glaube schon. Lass mich los, verdammt! Den Boiler zu, wegen der Bombe. Und ich, langsam, du... Wo ist sie? Louis! Okay, Vi. Wir haben dich. Komm! Kannst du sehen? Nein, kann ich nicht. Lasst mich nicht los, okay? Clem! Oh, oh. Wir können hier nicht bleiben. Gott sei Dank. Ihr seid hier. Das ist eine ganze Horde Monster. Und es werden immer noch mehr. Bleibt ruhig. Wir wussten, dass es kommt. Violet, sind deine Augen... Im Arsch. Sie sind im Arsch. Wir müssen nur von diesem Strand weg.
Im Fluchtweg zu suchen, okay. Da könnten wir. Also ist nur der eine, okay. Nein! Scheiße! Clem, tu was! Weil ich gedacht, der schießt den jetzt. Du! Ja, im Ernst noch? Man kümmert sich ja nicht um die Lebenden, sondern um die Toten erstmal. Ich frage mich, ob das auch Auswirkungen gehabt hätte, was man denen beibringt halt. Und was jetzt alles anders gewesen wäre. Ich scheint ja eine gute Schützin zu sein, ne? Wieso hat die an Lili nicht getroffen? Oh nein. Nein! Du hast alles verdorben! Ah! Nein! Dein Messer fehlt. Ja, ist klar. Soll ich kämpfen? Okay. Kann ich eigentlich nur ausweichen? Mehr kann ich ja nicht, ne? Okay, ist er doch leichter als gedacht. Nein, hinter dir.
Wir müssen uns hier durchzwängen. Wir wissen nicht, wo es hier hingeht. Wir wissen aber, dass Weiße aus einer anderen Richtung kommen. Aber... Beweg dich, Mann! Okay. Das kann ja nur gut enden. Wir sind sicher, aber nicht für lange. Mist, hier ist es zu dunkel. Das ist blöd. Das ist echt verdammt blöd. Ich denke mir schon was aus. So, baue eine Fackel. Ah, ein Feuersteine. Ich brauche etwas, das brennt. Müssen wir uns beeilen, dass die Ängste dann durchkommen? Okay, haben wir Zeit, um... Ach, warte mal, ich habe die Zombie müssen wir gleich, ne? Wartet mal, lass uns erstmal gucken, was es hier sonst noch gibt. Wir können mit AJ reden, was ist das? Ein Spielzeug. Noch eine. Ich muss nach Kommt Hause, die denn da rein? AJ damit spielen. Okay. Gutachte Leiche. Betrachte See. Keine Chance, da durchzuschwimmen. Hier lag die Leiche noch. Ich guck mal kurz auf der anderen Seite. Ob hier noch irgendwie was war? Holz reift nach Stock. Okay. Ich brauche nur etwas, das brennt. Eine reißende Strömung. Es ist zu dunkel, um zu sagen, wie breit er ist. Okay. Und was war das hier? Im Kristall? Passt sicher gut ins Zimmer, aber zuerst müssen wir nach Hause kommen. Okay. Also habe ich mal zwei Sachen gefunden. Okay, Holzhaufen, das machen wir gleich. Aber erst noch Leiche betrachten, würde ich sagen. Stoff. Achso, ich hab gedacht, wir könnten den Holzhaufen anzünden können. Noch ein Tunnel. Das ist zu weit weg. Wir müssen etwas finden, womit wir da rüberkommen. Sie kommt immer näher. Aber ernst, diese schmale Gasse, da könnte man die doch leicht besiegen, alle. Betrachte Tunnel. Keine Ahnung, wo er hinführt, aber eine andere Wahl gibt es nicht. Ich finde, wir haben noch Zeit, um alles zu betrachten. Achso, den haben wir schon betrachtet. Es ist zu weit, um rüber zu springen. Es muss etwas geben, das wir als Brücke nutzen können. Ja, ich weiß, das Holz, das habe ich eben schon gesehen. Helfen? Über die kleinen Steine kommen wir nicht rüber. Aber vielleicht halten sie etwas auf, das den Fluss runterkommt. Okay. Also. Okay. Ah, da können wir jetzt gar nicht mehr lang gehen. Doch, hier können wir doch noch lang gehen. Aber hier war ja nichts, ne? Ne, also gucken wir. Ich denke mal mit den Holzbrettern. Die wir eben hier. Die da. Ach ne, hier können wir gar nicht mehr anklicken. Okay. Okay, habe ich nichts gesagt. Wenn ich das losbrechen kann, wird es vom Fluss mitgerissen und verkeilt sich in den Felsen. Wäre sicher eine gute Brücke. Ja, machen wir das doch mal. Wir 100 Pro geht da was schief, oder? Und dann die Felsen auf den Weg rollen. Nein! Oh nein. AJ, zurück. Sieh dir seine Augen an. AJ.
Oh, das ist so assi, dass man den jetzt noch zeigt, ne? Oh, oh. Das löse ich doch bestimmt jetzt. Okay, doch nicht. Was seht ihr? Das ist so ein typischer Moment, glaube ich. Oh nein. Welchen Weg nehmen wir? Ten, siehst du ein Licht in einem der Tunnel? AJ, bist du noch da? AJ, bitte. Wir müssen weiter. Hinterher. Hinterher ist nichts. Was? James ist nicht da drin. Mich angesehen und seine Augen waren leer. Wenn wir sterben, war's das. Nichts mehr außer leeren Augen. AJ, ich weiß, er war dein Freund und es ist schrecklich. Sag nicht, dass es dir leid tut. Okay. Sei nicht so trotzig. Du bist kein Baby mehr. Du sagst, sei nicht schwach. Aber alles, was du tust, verwirrt mich. Sei stark. Sei tapfer. Wenn etwas uns wehtun will, schieß ihm direkt in den Kopf. AJ. Als wir mit Abel geredet haben, hast du ihn erstochen und verhindert, dass er ein Monster wurde. Töten wirkte wie ein Kinderspiel bei dir. Und du hast ihn mit der Zigarette verbrannt. Und du hast deinen Kopf hart auf den Tisch geschlagen. Zweimal! AJ, bitte. Das reicht. Tut mir leid. Ich habe nur Angst, dass dir was passieren könnte. Hast du davor nicht auch Angst? Dass du die Welt verlassen musst? Und mich? Komm schon. Darüber müssen wir jetzt nicht nachdenken, ja? Gehen wir nach Hause, das ist sicher. Ich kann nicht. Sonst kommt alles durcheinander. Ich will nicht, dass Leute gehen, die mir was bedeuten, Clem. Ich muss alle töten, die sie mir wegnehmen wollen. Ich muss. Ich hab dir geglaubt, als du mich wegen Marlin ein Mörder genannt hast.
glaube, Mord ist nicht mehr wie früher, als du klein warst. In der Welt, die es nicht mehr gibt. Ich glaube, Mord heißt jetzt nur noch, seine Leute zu schützen. Das reicht, AJ. Mord ist Mord, sonst nichts. Ein Menschenleben ist wertvoll. Nein, ist es nicht. Essen ist wertvoll und Kugeln. Die brauchen wir zum Leben, aber wir brauchen keine bösen Leute, die alles schlimm machen. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Du bist ein Kind. Du doch auch. Ich weiß, du willst für alle erwachsen sein, aber du bist auch nur ein Kind, wie ich. Manchmal hast du einfach Angst. Genau wie alle anderen Kinder. Deshalb helfe ich. Du meintest, alle Polizisten und Feuerwehrmänner wären tot. Also bin ich jetzt einer. Auch wenn ich mal einen Fehler mache, bin ich einer. Denn es bedeutet nur, böse Leute zu töten, die anderen Leuten wehtun. Und darin bin ich gut. Ich glaube, ich könnte der Beste darin sein, böse Leute zu töten. Sogar besser als du. Weil ich nicht zögern würde. Ich fange an zu glauben, dass dir das gefällt, AJ. Das Töten, die Macht dahinter. Nein, tue ich nicht. Davon kriege ich Albträume und ich muss immer so komisch atmen, wenn ich das tun muss. Aber mir gefällt, wenn ich alle sicherer machen kann. Du musst mir vertrauen, Clem, dass ich die Guten von den Bösen unterscheiden kann. Dass ich weiß, wann ich schießen muss. Dass ich selbst Entscheidungen treffen kann. Ja. Der ist halt einfach noch zu jung, ne? Also, der hätte ja auf alles geschossen. Der hat aber mit auf Marvin geschossen. Der hätte auch auf Lily geschossen. Klar. Hätte er vielleicht auf Lily geschossen, hätte er sie vielleicht getroffen, dann wäre James noch am Leben. Aber dann hätte er auch die Freundschaft mit James kaputt gemacht. Weil er dafür ist, dass man nicht direkt jeden abknallt. Und, ja. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr hättet jetzt geantwortet, ob er dafür bereit ist oder nicht. Weil ich würde, glaube ich, sagen, dass er nicht bereit ist. Weil, ja klar, Clementine ist auch noch ein Kind. Aber sie ist viel älter, ne? Wirklich. Und sie hatte halt auch Erwachsene als, ja, Vorbild. Die sagen so, die ihr noch wenigstens einen Weg gezeigt haben. Ja. Und ja, ja. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt genommen hättet. Und ja, würde ich sagen, machen wir für den Part hier Schluss. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.